Okay, was haben wir hier hinten? Speisehaus ist zu kalt. Ja, weil wir dort nur tagsüber. Ja, genau, es ist gerade Freizeit, ja, ja. Ja, und wir sind fast am Anschlag mit der Kohle. So, und hier hinten ist ein neuer Turm gebaut. Kannst du die Heizung dort noch anmachen? Oh, ja. Danke. Also ist kuschelig, so ist nicht. Ja, Speisehaus und dann brauchen wir auch wieder Lagerstätte für fertige Essensrationen. Und unsere Späher sind angekommen. Hier hinten, gefrorener Hain. Einige der Bäume in diesem Wäldchen weisen tiefe Kerben in Form eines Kreuzes auf. Um sie herum haben wir ein paar Knochen gefunden. Gefrorener Hain, vergrabene Schande. Als wir unter den mit Kreuzen markierten Bäumen herumstochern, fanden wir einige flache Gräber. Den Leichen fehlen die meisten der größten Muskeln, einige Knochen weisen Spuren von Schneidewerkzeugen auf. Offensichtlich wurden alle essbaren Körperteile entfernt. Jetzt wissen wir, was die Überlebenden bei den Frischwasserquellen von den Verhungernden vor dem Verhungern bewahrt hat. Wir werden die Gräber intakt lassen, aber wir können die Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Nehmt die Rohstoffe, 230 Holz, okay. Und jetzt haben wir hier hinten nichts mehr zu erforschen für unsere Späher. Heißt, einmal zurück in die Stadt. Und hier hinten auch nichts mehr. Also, wir wissen nicht, vielleicht finden wir hier noch was und dann können wir einen anderen Späher-Trupp da noch losschicken. Aber, ja. So, es wird fleißig gebaut an Krankenhäusern und an Essensstationen. Hier hinten Vorratslager. Ich mach mal die Zeit ein bisschen schneller. Und wir sind 115 freie Betten. Aber wir haben hier auch wirklich alles gegeben. Und hier haben wir ein Krankenhaus fertig. Hier haben wir ein Essenshaus fertig. Und Holz ist voll. Dann würde ich mal sagen, einmal ein Holzlager. Und das nächste wird dann wahrscheinlich Essensrationen und Kohle werden. Ja. Und das nächste Krankenhaus. Oh, und wir haben keine Ingenieure mehr. Da müssen wir mal gerade gucken. Ich habe, glaube ich, hier noch. Du kannst ja die auch zentral aufrufen ansonsten. Unten über diese Übersicht, wo 172 von 536 steht. Und dort kannst du dir die Ingenieure aussuchen und dann werden die alle angezeigt. Ah, hier habe ich einen drin. Da muss keiner rein. Ich kann das wahrscheinlich anklicken, ne? Genau so. Alles klar. Ja, hier hinten in dem Sägewerk. Achso. Max. Und jetzt müsste das reichen. Jawohl. Jetzt müssen die nur ihren Weg finden. Und schon sind so gut wie alle unsere Erkrankten in Behandlung. Sehr gut. Und dann machen wir hier hinten mal Essensrationen. Und das letzte wird dann auf Kohle. Und schon sieht es hier oben wieder besser aus. Flüchtlinge aus dem Frostland, die dritte Welle. Die dritte Gruppe von Flüchtlingen ist hier. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Sie sind von der Reise und der Pflege der Schwerkranken und Verletzten unter ihnen völlig erschöpft. Ihr Anführer Nansen ist nicht bei ihnen. Wir haben so viele wie möglich evakuiert, aber viele, auch Nansen, blieben bei denen, die zu krank für die Reise waren. Der Allmächtige sei uns gnädig. Der große Frost kommt. Sollen wir sie hereinlassen? Jeder ist willkommen. 60 Personen, 50 davon schwer krank. Oh Gott. Betreten unsere Stadt. Die Unzufriedenheit steigt erheblich an. Nur die Gesunden. 10 Personen betreten unsere Stadt. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Hoffnung sinkt oder schickt sie weg. Die Hoffnung sinkt. Ja,
1. Ja. So. Oh. Etwas zieht herauf. Sir, jetzt können wir selbst sehen, wovon die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtung berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in der Signalstation aufzubauen. Okay. Ach, da hinten. Der große Frost. Ach du Scheiße. Müssen wir dann unseren Outpost auch zurückziehen, oder? Bevor die kommen. Ja, aber da kriegen wir hoffentlich noch ein Dampfkernchen raus oder so. Okay. Wollen wir möglicherweise vielleicht noch so einen Workshop an den Start kriegen? Weil wir haben ja nur 2 Tage. Dass die Forschung ein bisschen fixer geht. Erforsche Signalstation Spektroskopielinse. Also wir haben genug Leute. Wir haben genug Leute, das stimmt. Wo haben wir denn noch welche? Wir haben hier welche. Wir haben hier welche. Wir haben hier welche. Wir haben hier welche. Und schon haben wir Platz für einen Workshop. Eine Werkstatt. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen Heizung? Für einen Workshop nirgends. Ach, da ist ein Platz, aber nee, da passt ja die Werkstatt nicht rein. Nirgends passt die Werkstatt rein. Für einen kurzen Moment hat es aufgeleuchtet, aber ich weiß nicht. Leider im Roten hier. Da. Achso, da war es wieder rot. Ach. Ja. Ja, ich fürchte. Man kann Gebäude. Ich hätte jetzt gesagt, wir können mal bei den Werkstätten erstmal die Vorarbeiter aktivieren. Hier ist auch noch. Bei den 4 Werkstätten, die wir haben. Dann arbeiten sie wenigstens erstmal effizienter. Aber wir werden wahrscheinlich einfach noch irgendwo sowas hinbauen müssen für Krankenhäuser. Mhm. Hier. Ja. Oder so. Wahrscheinlich. Also. Ja. So. Schätze ich. Ja. Na, oder wir verbinden das gleich, dass der noch ein Stück weiter rechts steht, dass wir dort die Gebäude mit beheizen, die da sowieso schon sind. Die eine Kohlemine. Die hier, achso, das Sägewerk. Genau, die Kohlemine. Genau, aber das Sägewerk kommt ja über kurz oder lang weg. Das heißt, wir werden dort irgendwie andere Sachen hinbauen. Insofern fände ich, glaube ich, irgendwas, was diese beiden Gebäude jetzt mitnimmt, schon ganz cool. Ja. Versuche eine gute. Achso, die beiden. Dort eigentlich ziemlich cool. Da. Mhm. Also gerne auch so. Das ist quasi 2. Ja, so. So würde ich sagen. Na dann. Okay. Mit der mittleren Maustaste kann ich Gebäude drehen, wird mir gerade gesagt. Achso, ich drehe dann aber. Ah, nee.
Aha. Aber er dreht dann auch einfach mal die Karte. Das ist so ein bisschen verwirrend. Das wusste ich auch noch nicht, dass man die drehen kann. Aber ich finde damit auch immer noch keinen Platz. Aber das ist ja cool. Jetzt bin ich verwirrt, wo wir sind. Ich jetzt auch. Ja. Wie habe ich das denn jetzt eben gemacht? Ah! Oh Gott! Das ist ja brutal. Bei mir dreht sich dann alles. Entschuldigung für alle, die zuschauen. Also, das tut mir sehr leid. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Aber es macht es. Es dreht es nicht immer. Also, jetzt klicke ich. Und es dreht es nicht mehr. Eben habe ich es hinbekommen. Horsti ist ein bisschen schlecht. Der Wirpanse fragt, ob in der Mitte klicken oder scrollen. Und Fockaffe. Wenn ich scrolle, zoome ich. Und Fockaffe sagt, wenn du die Karte drehst, dann fühlt es sich an wie ein neues Spiel. Ja, aber guck mal. Ja, das geht mir auch immer so. Jetzt habe ich es gedreht, aber wenn ich dann klicke, jetzt dreht es das Haus wieder. Wenn ich nochmal klicke, dreht es die Karte. Und jetzt dreht es das Haus. Und jetzt dreht es das Haus. Und jetzt dreht es die Karte. Nee, dreht nicht die Karte. Jetzt dreht es die Karte. Es ist sehr seltsam. Und wenn man das Mausrad einfach gedrückt hält... Ja. Krass. Keine Ahnung, ob das nicht ein Bug ist oder so. Ungewollte Reaktion, aber auf jeden Fall kriege ich's. Ich muss einen Ort finden, an dem ich bauen dürfte. Genau hier. Nee. Genau, und dann dreht er es. Aber dann finde ich auch leider keinen Ort, an dem Platz ist für den Workshop. Aber der Workshop kann wahrscheinlich hierhin, ins neue Dampfzentrum. Aber dann würde ich den nochmal drehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich wähle ihn dann neu aus, wenn das Dampfzentrum, dass wir ganz sicher gehen können, dass der drin sitzt. Späher sind angekommen. Eiskorridor. Folgen dem breiten Korridor von zerborstenem Eis, den die amerikanische Dreadnought, die USS Hephaestus hinterlassen hat. Triumph der Technik. Wir wundern uns, wie die amerikanische Dreadnought, die USS Hephaestus, die dicken Eisschollen durchbrechen und wegschieben konnte. Vielleicht erfahren wir bald, wie es das geschafft hat. In der Ferne können wir etwas Großes erkennen, was das Schwesterschiff, die USS Prometheus, sein könnte. Zugefrorener Dreadnought. Okay. Da hinten. Der Sturm ist noch ein bisschen entfernt. Das heißt, zack. Hin da. Sieht krass aus. Und hier kann ich auch drehen mit Klicken des Mausrades. Wenn ich gedrückt halte, dreht es auch. Entschuldigung. Und instinktiv mache ich die Augen zu, ist auch schön. Ja, und hier haben wir direkt mal das ist mir eben nicht aufgefallen, von den Flüchtlingen haben wir hier neue Orte. Das heißt, die hier könnten mal zur düsteren Höhle. Genau, den Weg kennen sie schon und dann nehmen wir das hier mit. Gut, dass wir hierher gekommen sind und so gemacht haben. So. Bevor wir jetzt hier durchgedreht sind. Okay, wir haben hier ein Dampfzentrum gebaut. Und
Da soll Krankenhäuser hin und ein Workshop und jetzt kommen keine Flüchtlinge mehr, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt zwangsläufig nicht erstmal noch mehr Baracken, sondern vor allem medizinische Versorgung und nochmal ein Workshop mehr. Ja, es wird auch gleich wieder wärmer, sodass wir perspektivisch da auch wieder runtergehen können. Und dann wäre die Frage, ob wir uns auf den großen Frost vorbereiten und irgendwie so Häuser bauen und so. Hast du jetzt schon den Overdrive ausgemacht? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ach so, oh, ja, wir sind, ja, wir können den Overdrive mal ausmachen, ne? Weil wir sind auf minus 50 zurückgekehrt. Es ist aufgetaut, ein wenig. Gut, gut. Ja, und wir können mal wieder Patrouillen. Unzufriedenheit sinkt und die Hoffnung steigt leicht an. Oh Mann. Die Unzufriedenheit steigt sinkt massiv durch so eine Patrouille. Das ist ja krass. Wie sieht's denn in unserem Gefängnis aus? Ist denn da wieder Platz? Gefangene. 11 von 30. Wir könnten auch Menschen verhaften. Finde ich gut, dann ist die restliche Unzufriedenheit noch weg. Okay. Fast. So, und dann okay, müsst ihr jetzt wieder nachbesetzen. Ja. Was kriegen wir hin? Da... Und da hinten noch. Hier auch noch. Jo. Neblig ist es geworden. Okay, wir haben einiges an rohen Nahrungsmitteln. Essensrationen reichen etwa einen Tag. Okay. Im neuen beheizten Bereich können wir dann... Oh ja, und da ist er auch fertig. Können wir dann eventuell auch... Ich drehe mal gerade. Aber mir geht es genau wie Fockaffe. Wenn ich Dinge in solchen taktischen Spielen drehe, ist es ein ganz neues Spiel für mich. So, hä? Ich habe diese Stadt noch nie zuvor gesehen. Ja. Wir könnten ja zwei Workshops nebeneinander setzen. Warum nicht? Klar. Moment. Der steht nicht mehr drin. Richtig? Aber es wurde mir ebenso angezeigt. Nee, der steht nicht mehr drin. So eine Scheiße. Entschuldigung. Dann könnte drehen die Antwort sein. Ja. So und so sind beide noch drin. Danke für diesen Hinweis mit dem Drehen. Das ist mega. Und ein Krankenhaus brauchten wir. Gesundheit. Krankenhaus. Ja, das ist wahrscheinlich illusorisch da. Nee. Mist, da ist dann so eine Lücke, leider. Ja, ich würde das hier an die Straße, weil das Sägewerk verschwindet irgendwann. Dann würde ich mich an der Straße orientieren. So ist es jetzt halt. Zack. Und oben dann haben wir ein Krankenhaus. Der zweite Workshop ist noch nicht an der Straße angeschlossen. Der obere. Ja, und da drehen wir uns wieder. Ich könnte das auch mit der... Ich. So. Achso, bis dahin reicht ja. Hui. Okay. Noch ein Krankenhaus. Fortschrittliche Heizkörper erforscht. Okay. So, und was sollten wir jetzt erforschen? Da gab es doch jetzt den Auftrag. Wir sollten... Erkundigung. Da oben. Signalstation. Spektroskopische Linsen. 100 Stahl. Alter. Das können wir gerade nicht. Das können wir gerade nicht.
Wie weit sind wir davon entfernt? Wir sind davon ein bisschen entfernt. Wir haben hier hinten schon... Wir haben irgendwo Speer mit... Ach so, aber die sind zum nächsten Dingsi-Bumsi unterwegs. Zum nächsten Ort. Nein, ich möchte nicht irgendetwas ändern. Kann auf jeden Fall mal bei den Stahlwerken die Vorarbeiter aktivieren. Ja, und dann gucken wir mal. Fabrik kostet nur 20 Stahl. Und damit könnten wir dann Prothesen bauen, aber müssen wir eigentlich gar nicht. Genau. Zusätzliche Speer kostet 30. Schnellere Außenposten-Teams. Wie wär's denn mit dem Haus? Das Haus. Das Haus. 25 Stahl. Ja. Lass uns das machen. Krankenhausprüfliste. Krankenhäuser heilen Einwohner 15% schneller. Finde ich auch gut. Wir haben gerade eher ein medizinisches Problem. Ja, ich würde das, glaube ich, auch eher machen. Kostet dann 30, aber dann das nächste sind 100 Stahl. Die Vorarbeiter werden hoffentlich gute Arbeit leisten und zur Not können wir auch noch eine Notfallschicht in dem einen Stahlwerk, wo kein Automaton ist, einlegen lassen. Weil hier 64 krank. Okay, wir bauen jetzt gerade noch ein weiteres Krankenhaus, aber das ist ja... Oh, Gott sei Dank ist es jetzt wärmer geworden wieder. Also, was wir auch machen könnten ist, wir könnten gucken, ob wir wieder zurückgehen können auf Dampfstufe 2. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, wobei... Es dauert jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis das wirklich runtergefahren ist. Ich habe jetzt gerade in der Freizeit fände ich es gut, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Jetzt gerade stört mich das eigentlich hier gerade gar nicht, dass hier... Es ist erträglich hier in den... Ja. Also ich weiß jetzt nicht, leider ob nicht sich komfortabel. Das... komfortabel. Ich weiß halt nicht, sehr, ob das... sich verändert, wenn... Weil momentan fährt der Dampfgenerator ja noch runter. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt sozusagen schon voll zeigt, wie warm oder kalt es ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist sofort runtergefahren, sagt Fiona. Na, na, na. Okay. Okay. Ja. Aber dann kommen wir jetzt erstmal auf Stufe 2. Die Kälte kommt. Okay. Unsere Späher sind da. Zugefrorener Dreadnought. Die meisten Maschinen an Bord der USS Prometheus wurden demontiert und abtransportiert. Der massive Dampfhammer, der auch das dicke Eis zerschlagen konnte, liegt zerbrochen am Bug des Schiffes. Erforschen. Die nützlichen Maschinenteile der Dreadnought wurden bereits geborgen, aber ihre Hülle enthält noch so viel Stahl, dass der Bau eines Außenpostens gerechtfertigt wäre. Auf der Brücke haben wir ein Logbuch mit Teslas letzten Befehlen gefunden. Bringt alle Vorräte und die kräftigen Überlebenden auf die USS Hephaestus. Nehmt die Amputierten nur mit, wenn genug Prothesen vorhanden sind und sie sich nützlich machen können. Entdeckte Orte, verlassenes Sägewerk. Hier kriegen wir auch 124 Stahl, 190 Holz, 2 Dampfkerne. Und hier hinten haben wir ein verlassenes Sägewerk. Der Sturm kommt näher. Hm. Wir können eine Art Einrichtung sehen, vielleicht ein Sägewerk, es wirkt verlassen. Ich bin hier geneigt, die zurückzuschicken. Okay. Klar, warum nicht? Weil sie haben super viel Stahl dabei. Ja, na klar, dann... Wir werden sie dann halt nicht nochmal losschicken, bevor der... Ja, so höchstens hierhin. Na, ich wäre halt dann eher dafür... Es ist ja jetzt nicht so weit weg. Also ich kann gerade nicht einschätzen, wie lange sie dorthin unterwegs sind. 8 Stunden bis Ankunft, ja. Also, da würde ich die jetzt... Also dadurch, dass der Weg so kurz ist, die da, glaube ich, erst noch hinschicken. Okay, dann machen wir das. Wir haben wieder Gesetze, werde ich darauf hingewiesen.
Wie wäre es denn hier mit diesem? Wir haben uns ja entschieden für den. Genau. Und dass wir dort die Zusatzration für Kranke machen. Ja, dass sie schneller gesund werden. Ja. Wir haben momentan, wenn ich das richtig gesehen habe, so langsam ein bisschen Schwierigkeiten mit der Nahrungsmittelversorgung. Da glaube ich, sollten wir auch nochmal rangehen. Ja, aber dann würde ich Zusatzrationen für Kranke machen. Auf jeden Fall. Wir können Zusatzrationen geben, um die Genesung zu unterstützen. Im Gegensatz zu Überfüllung. Unsere medizinischen Einrichtungen sollten voll ausgenutzt werden, selbst wenn Patienten auf dem Boden untergebracht werden müssen. Da bin ich eher dafür, die Sache mit Nahrung zu beschleunigen. Und wir haben genug Manpower. Dann würde ich das machen. Zack.